Ja, moin Leute. Gott zum Gruße. Irgendwie hatten wir hier gerade technische Probleme. Schreibt mir noch mal in den Chat rein, ob der Ton soweit einigermaßen funktioniert. Moin Simon, grüße dich. Klasse, super. Ja, irgendwie war ich so blöd, den geplanten Stream zu starten. Deswegen bin ich jetzt hier einfach mal so spontan hier reingekommen. Offene Sprechstunde heute hier. Ja, was bedeutet das? Soll eigentlich so, sag ich mal, mittwochs immer zur gleichen Zeit starten, so 20 Uhr. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, was ihr davon haltet, ob wir das in Zukunft machen wollen. Dann spricht sich das vielleicht auch rum und wir kriegen hier ein paar coole Fragen rein. Ich lege direkt mal los. Ich habe hier eine Frage reinbekommen über Facebook und zwar, ob man den Einser- oder den Zweierschrank an der Wand festbügeln muss, also befestigen muss. Muss man nicht. Und zwar musste man das auch bei dem frühen sogenannten Jägerschrank, bei dem A-Schrank mit B-Innenfach, musste man das auch nicht machen. So, ne, Simon, ich hoffe, ich habe hier nicht irgendwas Falsches erzählt. Hatte da ja nochmal Rücksprache mit dir gehalten. Und von daher, das sind so zum Beispiel ein paar Fragen. Oder hat mich hier noch eine andere Frage erreicht? Und zwar, warum ist die Mittelstellung, also die sogenannte Montagestellung beim Systemmause 98 jaglich nicht relevant? Also die sogenannte Mittelstellung aus dem ganz einfachen Grunde. Bei der Sicherheit herstellen können wir das sehr gerne machen. Auch bei der Jagdschirmprüfung wird das sehr gerne gesehen. Allerdings ist es so, es ist so eine Unart, was ich teilweise bei manchen Leuten sehe, dass die Mittelstellung einfach so auch auf den Hochsitz, sag ich mal, in die Kanzelecke gestellt wird. So, wenn das Ding umfällt in die falsche Richtung, dann ist die Waffe entsichert. Sollte man nicht machen. Und was ich auch noch so mitbekommen habe, ist, dass mal angenommen, ihr hättet ein Systemmause 98, also das mit der Flügelsicherung, mit deutschen Stecher. Ihr hättet eingestochen, wolltet kurz vor Schussabgabe springt das Stück ab. Habe ich dann hier auch schon teilweise erlebt, dass auf Mittelstellung gesichert wird, dann der Zylinderverschluss nochmal geöffnet wird, um dann zu entstechen. Macht keinen Sinn. Es wird komplett gesichert, es wird im Kugelfang auch entstochen. Man braucht da den Zylinderverschluss nicht öffnen, denn es handelt sich hierbei um eine Schlagbolzensicherung und nicht nur um eine Abzugssicherung, wie zum Beispiel beim Drilling. Deswegen müssen wir den Drilling sichern auf Schrotstellen. Auf Schrotstellen übrigens, um den Gefährdungsbereich einmal von Kugel auf Schrot zu minimieren, aber auch, weil es so einen Aufstelldorn gibt, der bei den Modellen in den 70er, 80er Jahren abbrechen könnte, dann stellt sich die sogenannte Hilfskimme nicht auf. Deswegen da einfach auf Schrot umstellen und natürlich brechen, um tatsächlich ja, nicht Gefahr zu laufen, falls die Abzugssicherung nicht funktioniert, dass dann hinten alles freigelegt ist vom System und dann dementsprechend sich trotzdem noch ein Schuss lösen kann. Also beim Systemmause 98 ist die Mittelstellung jagdlich nicht relevant. Da sind wir bei also einem Lieblingsthema von mir. Es gibt keine standardisierte Waffenhandhabung in Deutschland für die Jagdschulausbildung. Und wir von der Jagdschulakademie haben einen für uns internen Standard beschlossen. Und wer sich dafür interessiert, der möge mir hier dementsprechend einmal in den Chat reinschreiben und er kann dann sehr, sehr gerne von mir einen Zugang zu unserem Lernsystem, zu unserem Trainingssystem bekommen. Er könnte da mal reinschnuppern, könnte gerne einmal kostenlos ausprobieren und euch einmal anschauen, ob euch das so zusagt. Ja, so viel dazu. Ich betreue so nebenbei ein bisschen den Chat. Ihr könnt ja, wenn ihr Fragen habt, die Fragen hier einfach in den Chat reinschreiben. Ist ja gar kein Problem. Wie gesagt, erstmal Frage an die Community. Wollt ihr so eine offene Sprechstunde jeden Mittwoch 20 Uhr haben? Dann gebt doch mal ein Feedback ab. Ansonsten, wie gesagt,
einfach eure Fragen stellen. Ansonsten kriege ich hier auch gerade noch ein paar Fragen per WhatsApp rein. Kann das ja einfach mal vorlesen, beziehungsweise von Facebook. Okay, super. Also Stefan Bauer schreibt, ja bitte, klasse, schreibt mir das nochmal in den Chat rein, auch die anderen, was ihr davon haltet. Vielleicht mal in der Zeit, wo ihr oder ein oder andere sich vielleicht mal eine Frage überlegt, beziehungsweise sich vielleicht traut, eine Frage zu stellen. Kann ich euch ja nochmal was aus unserer Facebook-Gruppe, ja, fragt den Jagdscheincoach, vorlesen. Kann ich euch auch gerne mal hier einmal den Link in den Chat reinhauen. Also wer da noch nicht drin ist, kann da sehr gerne reinkommen. Da gehen wir unter anderem auch live und beantworten nochmal eure Fragen. Da sind ganz, ganz viele, die auch mit unserem Lernsystem arbeiten. Ich habe euch einfach mal den Link hier reingestellt. Will ich euch einfach mal kurz was vorlesen, was so der ein oder andere so als Feedback zum Teil hier reinschreibt. Bernd Kuban schreibt, moin in die Runde. Am letzten Wochenende habe ich die Jagdprüfung erfolgreich abgelegt. Warum es keine Jagdprüfung ist, sondern eine Jagdscheinprüfung, kann ich ja direkt gleich mal drauf eingehen, auch so ein Lieblingsthema von mir. Jedenfalls schreibt er weiter, das hat mich ordentlich Schweiß und Nerven gekostet. Ich hatte mich vor einem Jahr nach langem Überlegen gegen das Lernen mit Timos Konzept entschieden, also von der Jagdscheinakademie. Heute würde ich das anders machen. So, damals hatte ich mir nicht vorstellen können, das herkömmliche Lernen mit Timos Konzept zu mischen, aber alles kam anders. Wir wurden geschult mit dem Heinkes-Lernsystem, nutzten aber durchweg Büffelnet One. Und nach einiger Zeit bekam man schnell mit, dass die dortigen Hilfestellungen zu den Fragen vertraut nach Timo klang. Eine kurze Recherche bestätigte dies, also doch ein Lernen mit der Jagdscheinakademie und Timo. Die Eselsbrücken und Merksätze sind super. An dieser Stelle ein großer Dank an dich. Meiner Meinung nach solltest du mehr Werbung dafür machen, denn die App ist toll, mit deinen Merkhilfen noch viel besser. Aus jetziger Sicht wäre mit deiner Hilfe die Vorbereitung vermutlich stressfreier gelaufen. Das Gesamtpaket wäre dann rund gewesen. Danke für deine meist, in Klammern, indirekte Unterstützung. Also hier, allen hier also ein weiteres jagdliches Glück, viel Anblick, viel Erfolg in der Prüfung Waldmannsheil. So, mal so ein kleines Feedback hier von Bernd. Herzlichen Dank dafür. Solche Nachrichten freuen uns natürlich immer wieder. Wie gesagt, wir werden auch in Zukunft mehr Werbung in der Richtung machen. Gar keine Frage. Denn wir haben nicht nur ein Lernsystem, sondern wir bilden ja auch selber an unseren Jagdschulen aus. Von daher vielleicht auch mal für den einen oder anderen von euch interessant, wann die nächsten Prüfungen sind. Solange hier keine Fragen kommen, sabbel ich einfach mal drauf los. Obwohl, mein lieber Simon, hast du die weiteren Prüfungstermine vielleicht noch? Dann könntest du die ja hier einmal netterweise in den Chat reinhauen. Stefan Bauer, ist die Büffel-App gut zum Lernen? Genau, das ist einmal der Fragenkatalog für dein jeweiliges Bundesland. Und in Zukunft gibt es, wenn du einen Zusatz zu unserer Jagdscheinakademie kaufst, auch die Erklärtexte und Erklärvideos dazu. Boah, mittlerweile fängt das hier wieder mit den Fliegen an. Hier, Tage werden wieder wärmer. Ja, und mich nervt gerade hier so eine blöde Fliege. Also nicht wundern, wenn da was durch den Bildschirm fliegt. Ja. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich meine Haare gerade frisch gegelt habe und dieser süßliche Duft die Fliege angezogen hat. So, dann springen direkt ein paar Zuschauer ab. Ja,
Leute, also wie gesagt, Simon haut noch mal ein paar Jagdscheintermine rein, ein paar Prüfungstermine. Wir machen selber natürlich auch Jagdscheinkurse und da gehen wir natürlich nach einem ganz klaren System vor. Das System, was ihr im Vorfeld in dem Lernsystem, in dem Online-Kurs lernt, wird von uns auch im Vorfeld noch betreut und so trefft ihr schlussendlich am Ende des Tages nicht nur aus eurer Vorbereitungsphase auf die gleiche Struktur vor Ort, sondern auch schlussendlich auf die gleiche Struktur wie am Prüfungstag auch. Und der Clou bei der ganzen Geschichte ist, wir haben viel mehr Zeit für die jagdliche Praxis, nur für eine noch bessere Schießausbildung. In der Schießausbildung selber für die Prüfung musst du immer nur einen Schuss machen. Wir können, weil wir mehr Zeit haben, quasi ein draufsetzen. Wir können dementsprechend auch die Reviersicherheit implementieren. Das bedeutet, man lernt auch den zweiten oder dritten Schuss beim laufenden Keiler, ins Leben zu setzen oder am 100 Meter freihändig auf dem Bock, falls es mal nötig sein müsste, oder vom Treibern und so weiter und so fort. So. Und bei uns gibt es auch keinen Frontalunterricht oder so, sondern wir haben ein Kreislaufsystem. Bei uns wird sehr, sehr viel praktisch gemacht und unsere Jagdschulen oder da, wo wir die Kurse immer abhalten, zeichnen sich dadurch aus, dass es ein Lehrrevier vor Ort gibt, dass der Schießstand eine Einzelschießausbildung ermöglicht und dass wir eine starke Interessensgemeinschaft sind, die alle sich vorbereitet haben mit dem Online-Kurs von der Jagdscheinakademie, so dass wir schlussendlich viel mehr Zeit auch vor Ort dann nochmal für die jagdliche Praxis haben, denn ihr wisst, es ist eines meiner Lieblingsthemen und dass 8 von 10 Jagdschülern zwar die Jagdscheinprüfung am Ende des Tages bestehen, aber nur noch einer oder zwei aktiv zur Jagd gehen. Das hat ja einen Grund. So, da kommt die nächste Frage rein. Die nächste Frage, die hier gerade über WhatsApp reinkommt, ist, und zwar bezüglich Jagdzeiten. Einen Moment. Der Roland schreibt, muss ich alle Jagdzeiten in der Prüfung wissen? Also bezüglich Jagdzeiten ist es so, Jagdzeiten sind immer wildbiologisch oder politisch oder ein Zwitter aus beiden. Und der Prüfer verlangt nicht von euch, dass ihr alle Jagdzeiten auswendig kennt, sondern ihr müsst nur wissen, wo ihr diese Jagdzeiten findet. Und jetzt stellt euch folgende Situation vor, der Prüfer muss euch an dem Prüfungstag ja fragen oder überprüfen, ob ihr, sag ich mal, verantwortungsbewusst mit der Situation umgeht, falls ihr mal was nicht wisst. So, und da muss man durchaus auch dann mal sagen, okay, weiß ich nicht, aber ich würde, bevor ich auf diese Wildart jagen gehe, erstmal grundsätzlich dann nachschauen, ohne jetzt einfach direkt loszuziehen und zu meinen, ich dürfte Beute machen. So, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man kann mit einer mit einer Strategie die Jagdzeiten über Geschichten verstehen. Zum Beispiel geht der Rehbock in Niedersachsen am 1. Mai auf und am 31. Januar geht er zu. Auf bedeutet Jagdzeit beginnt, zu bedeutet Jagdzeitende. So, früher ging er am 15. Mai auf, also Jagdzeit begann am 15. Mai und am 15. Oktober hörte er auf. Das war eine wildbiologisch begründbare Jagdzeit. Warum? Einmal hatte das mit dem 15. Mai damit zu tun, dass quasi Mitte Mai, sag ich mal, das Barometer einigermaßen stabil ist und ein bisschen wärmer die ganze Geschichte geworden ist. Die wenigsten werden Anfang Mai, je nach Witterungslage, schon Beute machen. Da hätte man eher Chancen jetzt Anfang April tatsächlich. 1. Mai ist dann meistens nochmal so ein Kälteeinbruch und das Wild steht schon im Haarwechsel und dann müsst ihr euch das so vorstellen, ihr habt selber ein T-Shirt nur noch an und dann geht er auch nicht raus, wenn draußen der Wind pfeift und wenn es kalt ist. Also wenn das Barometer wieder steigt, wenn es wärmer wird, dann wird das Wild auch wieder sichtbarer und das haben wir meist garantiert so ab Mitte Mai. Deswegen gehen wir persönlich auch so ab Mitte Mai erst wirklich aktiv auf den Jährlingsbock raus. So. Und warum ging er früher am 15. Oktober zu? Naja, weil da schon bei den älteren Rehböcken teilweise das Geweih am
am Wackeln war, weil im Oktober, November normalerweise der ältere Rehbock das Geweih abwirft. Man kann jetzt kräftig drüber streiten, ob der Rehbock nicht genauso gut schmeckt, wenn er oben nichts drauf hat. Aber das war früher eine wildbiologisch begründbare, sag ich mal, Jagdzeit, zumindest der Aufgang des Rehbocks, dass man sagt, okay, pass auf, macht erst Sinn, am 15. Mai die Jagdzeit zu beginnen, weil da auch die Witterung normalerweise dementsprechend ist. So viel erstmal zu den Jagdzeiten. Dann gibt es zum Beispiel noch eine andere Jagdzeit, zum Beispiel, nur mal als Beispiel, die auch wildbiologisch begründbar ist. Und warum geht der Stock, der junge Stockentenerpel, auch der ältere, würde am 1. September in Niedersachsen aufgehen. Aber jetzt kommt der Clou. Der ältere Stockentenerpel kann noch gar nicht fliegen. Kann er so anderthalb bis zwei Monate später. Und am 1. September bejagen wir somit das, den jungen Stockentenerpel oder die junge Stockente. Die schmeckt auch viel besser und die können wir daran erkennen, dass sie vom Wasser schon aufsteht, ja, weil sie flugfähig ist. Und deswegen gibt es so eine kleine Eselsbrücke. Was hat das System Mauser 98 mit dem jungen Stockentenerpel gemeinsam? Genau, die Mauser 98, und zwar so, wie man spricht. Fertig gemausert hat der junge Stockentenerpel im August, ist deswegen wieder flugfähig und kann ab 1.9. bejagt werden, weil er ganz klar zu unterscheiden von dem älteren Stockentenerpel ist, der schon tausende von Kilometern auf dem Tacho hat. Die Brust ist grau, nicht mehr zart rosa, schmeckt also nicht. Und da wir vornehmlich auf das junge Wild jagen, ist zum Beispiel die Jagdzeit auf die Stockente am 1. September eine wildbiologisch begründbare Jagdzeit. Einfach weil es mehr Sinn macht, sag ich mal, den jungen, zarten Stockentenerpel oder Stockente in die Pfanne zu bekommen, als den älteren. Und in der Zeit kann man das noch unterscheiden, weil der ältere sich noch in der Mauser befindet und gar nicht flugfähig ist. Deswegen bejagt man grundsätzlich nur die Enten, die vom Wasser aufstehen oder fliegend reinkommen. Und dann kann man sich sicher sein, eine junge Stockentenerpel. Ein junger Stockentenerpel oder eine junge Stockente. Okay, so, das sind so Geschichten. Genauso, warum geht der Rothirsch schon am 1. August auf in manchen Bundesländern und nicht erst zum 1. September mit dem weiblichen Wild, mit dem Kahlwild. Das liegt da oder hängt damit zusammen, dass es Revierinhaber gibt, die sogenannte Feisthirschreviere haben, oder es sogenannte Reviere gibt, die sogenannte Kahlwildreviere oder Brumpfreviere haben. Müsst ihr euch das so vorstellen, Feisthirschreviere zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie absolute Ruhe für das Wild geben. Und dann, wenn dementsprechend das Testosteron wieder steigt, wandern die Hirsche quasi in die Brumpfgebiete ab, dort, wo normalerweise auch das Kahlwild steht. Und das wäre jetzt gemein für den Jagdpächter, der ein Feisthirschrevier hat, wenn er nicht einmal in seiner Pachtperiode, und deswegen ist ja so eine Pachtperiode von so einem Hochwildrevier auf 12 Jahre ausgelegt, damit er, wenn er ein Hochwildrevier hat, wenn er ein Rotwild drinstehen hat, dass er mindestens einmal in seiner Pachtperiode auch seinen 1A, seinen Reifenhirsch erlegen kann und nicht in die Röhre guckt, nur weil er kein Brumpfrevier hat, da wo der Hirsch dann schlussendlich hinwandert und auf dem Weg dorthin oder dort vor Ort schlussendlich von dem glücklichen Revierinhaber, der ein Brumpftierschrevier hat, erlegt wird. So, das ist sozusagen eine wildbiologisch und politisch begründbare Jagdzeit. So, also man muss so gewisse Geschichten erkennen und sich merken und dann nach einem gewissen System gehen. Da kann man sogar diese ganzen Jagdzeiten irgendwo auch verstehen und man muss es einfach nur mal erzählt bekommen. Aber grundsätzlich ist erstmal wichtig, deine Haltung, lieber Roland, hast du ja über WhatsApp geschrieben oder gefragt, deine Haltung, wie ist das? Muss ich jede Jagdzeit kennen? Nein, musst du nicht. Aber du musst dem Prüfer natürlich eindeutig klar machen, höre,
ich gehe nicht einfach ohne Sinn und Verstand raus, weil ich meine, ich habe jetzt Lust dazu, sondern ich erkundige mich im Vorfeld. Weil der Prüfer schlussendlich an dem Tag ja dir den Segen geben muss, damit du, beziehungsweise damit er beruhigt nach Hause gehen kann und sagen kann, jo, alles klar, können wir froh sein, dass wir wieder eine neue Jägergeneration so gut ausgebildet draußen in den Revieren vorfinden. So. Deswegen, ne, wie gesagt, wenn man mal was in der Prüfung nicht weiß, ruhig sagen, weiß ich nicht, ne, dann hilft einem der Prüfer. Nicht irgendwie nur Pokerface oder sowas. Die Prüfer sind an dem Prüfungstag auch ziemlich genervt. Das machen die bei dem ersten, zweiten Prüfling noch mit und dann haben die keinen Bock mehr. So, Simon, herzlichen Dank. Du hast die Daten für die Prüfung rausgehauen. Sorry, Simon, hätte ich vielleicht besser ausdrücken sollen. Schreib nicht nur die Prüfungstermine hin, sondern die Prüfungszeiträume. So, und diese bekloppte Fliege, die kriege ich hier gleich noch. Also nicht erschrecken, wenn ich gleich hier mit den Händen klatsche. Nervt. Okay. Hans Asel, lerne gerade mit der Büffelnet-App, so wie alle 16 anderen Jungjäger im Kurs, kann sie nur empfehlen. Ja, dann wirst du ja auch den ein oder anderen Erklärtext, sag ich mal, in Wildkunde schon gefunden haben, sofern du denn dich für Niedersachsen vorbereitest. Ohne Momento. Weidmann Zeit, liebe Jagdfreunde. Ja, die fliegen, sie sind noch träge. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, hier ist keiner vom Naturschutzverein oder vom Tierschutzverein jetzt dabei. Ich habe sie auf jeden Fall sachgemäß erlegen können, ja? Okay. Moin Dominik, grüße dich. Hans, ihr seid in Hessen im Kurs. Auch für Hessen wird es demnächst Hilfestellung geben. Vielleicht auch da nochmal, Hans. Wir werden über Büffelnet die Waffenhandhabung definitiv für das System Mauser 98 raushauen. Wenn du da Interesse für hast, da heute schon den Link für abzustauben, den kannst du gerne bei dir im Kurs verteilen, wenn du da Bock drauf hast. Ja? Kannst du für die Sicherheit, nicht nur für die Prüfung, für die Prüfungssicherheit, sondern auch draußen für das Revier, für Treib- und Rückjachten in Zukunft, kannst du einfach mal ein standardisiertes Lernsystem raushauen, kannst deiner Truppe da mal was Gutes tun, falls der ein oder andere sich nochmal unabhängig von einer scharfen Waffe vorbereiten will. Einfach mal reinschreiben, dann hauen wir das hier raus. So. Paul Müller schreibt, wir sind in Baden-Württemberg im Kurs, 4 Wochen noch. Ja, also, wie gesagt, einfach offene Sprechstunde. Ich werde das auch immer so halten, dass ich sage, okay, passt auf, Leute, mittwochs, 20 Uhr, denke, das wird ganz gut angenommen. Dann kriege ich das auch mit der Technik hin. Fakt ist, ihr könnt über die Facebook-Gruppe Fragen stellen, ihr könnt hier über WhatsApp Fragen stellen. Wer meine Nummer hat, kann man eigentlich rausfinden. Steht auf der Internetseite www.jagdschein-akademie.de, wobei da steht immer noch meine alte Handynummer. Ich habe mein Handy leider verloren. Deswegen müsste ich da vielleicht mal meine neue Handynummer reinschreiben. Und der wissbegierige 69. Moin, moin. Timo wird übrigens mit H und E geschrieben. Theodor, Heinrich, Ida, Emil, Magda. Oma, fragt mich nicht warum, haben sich meine Eltern einfallen lassen. Ja, bitte, danke für die Videos und Merksätze. Gar keine Frage, sehr, sehr gerne. Und wenn du dir noch was Gutes tun willst, ja, dann hol dir direkt das komplette Lernsystem von der Jagdscheinakademie. Na, da freuen wir uns drüber. Da geht das Geld mal in die richtige Richtung, ja. Wir sind jung und brauchen das Geld. Guten Abend. Gibt es denn Unterschiede zwischen Bundesländern bezüglich des Umfangsschwierigkeit der Prüfung? Ich selbst bin wohnhaft in Bayern und habe sowas in der Richtung schon mal gehört. Mit freundlichen Grüßen, Alex. Mein lieber Alexander Walters. Wildkunde ist Wildkunde, Waffenhandhabung ist Waffenhandhabung. Außer das Jagdrecht, das ist Länderrecht.
Und ich darf dir sagen, die Herangehensweise und die Lernmethode ist in ganz Deutschland gleich. Allerdings sind die Rahmenbedingungen tatsächlich anders. In Niedersachsen ist die Jagdscheinprüfung zum Beispiel planbarer. Dafür ist die Schießausbildung in Niedersachsen schwerer. In Bayern müsst ihr nur zweimal Box sitzend aufgelegt und zweimal Box stehend angestrichen schießen und alles andere im Training nachweisen. In Bayern müsst ihr eine Stundenanzahl vorweisen von 120 Stunden, 60 Stunden Praxis, 60 Stunden Theorie. In Niedersachsen könnte man auch ohne eine Jagdschule sich einfach zur Prüfung anmelden. Wie gesagt, wie will ich ein Spiel gewinnen, wenn ich die Prüfungsordnung nicht verstehe, beziehungsweise dass die Prüfungsordnung nicht kenne, dann kann ich auch mein Ziel nicht treffen. Das heißt also, man muss sich erstmal erkundigen, wo ist da der Unterschied. Aber am Ende des Tages bleibt es genau die gleiche Herangehensweise. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du dich für den Jagdschein vorbereitest, gucke nicht nur nach Zeit und Geld, sondern lass dich richtig gut beraten und lass dir erklären, wo der Unterschied in den Jagdscheinausbildungen ist. Okay, ich sage immer, du kannst das Geld für Frontalunterricht auf den Tisch legen. Dann denkst du dir, naja, das hätte ich zu Hause genauso gut machen können. Und dann kommt da, wo du deine wirklich Hilfestellung brauchst, bei der Schießausbildung oder bei der Waffenhandhabung oder bei einer Treibdrücher-Simulation, kommt da nur heiße Luft. Oder du bereitest dich unabhängig von einer Jagdschule mit unserem Lernsystem von der Jagdscheinakademie vor, lernst uns als Ausbilder schon kennen und kommst dann vor Ort, auch wenn du aus Bayern kommst, runter in das schöne Niedersachsen oder in die Eifel oder da, wo wir unsere Partnerjagdschulen haben, triffst damit auf die gleiche Ausbilder- oder Lernstruktur und bekommst eine komplett andere Jagdscheinausbildung, als wie du es normalerweise aus der Schule her kennst. Nämlich alles andere als Frontalunterricht. Und dazu kann ich gerne auch mal, wenn es gewünscht ist, ein gesondertes Video machen. Und jeder, der sich dafür erkundigen möchte, möge mich bitte oder möge hier unten in den Chat einfach reinschreiben, den lasse ich gerne eine Einladung zukommen zu unserem Online-Seminar, was momentan überarbeitet wird. Findet man normalerweise unter jedem Video. Schicke ich euch gerne zu. Nehmt euch eine Stunde Zeit, guckt euch das an und dann versteht ihr, was ich meine. Ja? Denn wenn ihr euch so offensichtlich für die Jagdscheinprüfung informiert, dann habt ihr einmal den Faktor Geld, den Faktor Zeit. Mit Zeit ist auch die Nähe zum Ausbildungsort irgendwie verbunden. Und da tun sich die meisten Jagdschulen nichts. Auch der eine nimmt 1.400 Euro für einen 14-tägigen Kurs, der andere 3.000 Euro. Ich meine, da muss es ja Unterschiede geben. Ne? So, gut. Also, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen sich an richtiger Stelle informieren, kann ich nur das Online-Seminar von uns empfehlen. Einfach mal reingehen. Dort wird einmal das Lernsystem vorgestellt und schlussendlich stehen wir auch gerne bei einem persönlichen Telefonat dazu bereit, denjenigen in der Richtung gerne zu beraten, wie das bei uns abläuft. Ne? Kein Frontalunterricht, Motto verstehen statt büffeln. Denn es ist ja auch logisch, wenn wir die Dinge schneller verstehen, haben wir mehr Zeit für die jagdliche Praxis. Und wir Ausbilder haben auch weniger Arbeit, weil wenn ihr das schneller versteht, kommen wir viel schneller zu den Dingen, die uns alle natürlich noch mehr Spaß machen, als jetzt vielleicht irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten auswendig zu lernen. Ne? Gut. Paul Müller schreibt, schade, dass nur wenige einen Jagdprinzen anbieten. Das wär's. Genau. Kann die App Merksätze und Videos nur empfehlen. Herzlichen Dank. Dominik Piele, Alexander Walter, bin auch aus Bayern und war in Niedersachsen. Wenn er wünscht, kann ich gerne erzählen, warum. Genau. Bayern ist auch schwer, schreibt der Olli. Oh. Nochmal, wie gesagt, Wildkunde ist Wildkunde. Das Einzige, was beschissen ist, ist zum Teil das betreute Vorlesen. Und da haue ich jetzt mal ganz bewusst auf die herkömmliche Jagdscheinausbildung. Ne? Leute, ich sage euch das ganz ehrlich, ne, haben wir nicht nötig, aber ganz klares Feindbild,
habe ich auch gestern mit meinem Team besprochen, die herkömmliche Jagdscheinausbildung. Und da muss man auch einfach mal, aufklärerisch an die ganze Sache rangehen. Nochmal, ihr könnt, im Schnitt kostet der Jagdschein 2.500 Euro. Jetzt könnt ihr das Geld, diese 2.500 Euro, quasi in eine Jagdscheinausbildung investieren, wo ihr in Reihe und Glied hingesetzt werdet, wo ihr quasi vom Lernprozess abgehalten werdet, wo ihr euch selber sagt, ganz ehrlich, das Ganze hätte ich auch zu Hause besser machen können. Oder mit dem Lernsystem oder mit dem YouTube-Kanal. Und ihr könnt euch ja gerne mal hier umhören oder auch mal in der Facebook-Gruppe, ja, frag den Jagdscheincoach reinkommen. Da sagen dann Leute, ganz ehrlich, das, was ich in meiner Jagdscheinausbildung bekommen habe, ob nun private Jagdschule oder Jägerschaft, spielt gar keine Rolle. Und ich will auch nicht alle über den Kamm scheren, ist gar klar. Aber die meisten sagen, ganz ehrlich, das hätte ich auch zu Hause, beziehungsweise habe ich mit deinen Videos 10.000 Mal besser hinbekommen. So, warum nicht direkt von vornherein so lernen und in eine und auf eine Struktur treffen, ja, die du schon im Online-Lernsystem kennengelernt hast? Das ist nämlich keine Wundertüte mehr. Du weißt, was notwendig ist, um die Jagdscheinprüfung zu bestehen. Und deswegen kannst du auch selbstständig ganz schnell für dich entscheiden, wann du prüfungssicher bist und hast dann den Kopf frei für die anderen Dinge, die noch so wichtig sind. Das heißt, wir räumen quasi die Zeit frei. Wir halten dich nicht vom Lernprozess ab, indem wir dir einfach nur irgendwie eine Fließband-PowerPoint vorspielen, sondern wir kennen schon im Vorfeld deine Fragen und können dann individuell eine ganz andere Struktur und Organisation vor Ort durchlaufen. Das ist ein Kreislaufsystem. Da gibt es den Schulungsraum, wo man in Ruhe seinen Fragenkatalog machen kann, seiner persönlichen Aufzeichnung, wo wir temporär zusammenkommen, um sogenannte Jagdscheinimpulse rauszuhauen. Also wo es immer über das Verständnis geht. Nochmal, verstehen statt büffeln und können durchtun. Und dann geht man wieder raus in die einzelnen Stationen, Waffenhandhabung, Schießausbildung, also Flintentrockenanschläge, Bockstehen angestrichen, laufender Keiler, Treibdrückhalt-Simulation, Waffenhandhabung beim Systemhause 98 Training Revolver, geradezu Grippetierer Flinte, ja, Prüfungstische, Wildkunde, Waffentechnik etc. Das durchläuft man. Und das wiederum, egal wie groß die Gruppe ist, immer in Zweiergruppen. Man hat quasi eine Checkliste von uns, die bekommt man im Vorfeld schon lange, lange vor dem Kurs. Da kannst du damit quasi in die Zukunft blicken. Eine mega geile Sache. Insofern, ich sage das jetzt einfach, ich hau das jetzt einfach mal hier so raus. Also einer herkömmlichen Jagdscheinausbildung gegenüber, die können wir um Längen schlagen und wir haben somit nicht eine kürzere Ausbildungszeit und zwar in Form, bis der Jagdschüler selber für sich weiß, dass er prüfungssicher ist, sondern das wollen wir. Wir wollen, dass der Jagdschüler schnellstmöglichst prüfungssicher ist, unabhängig wird. Ich sage immer, der beste Jagdschullehrer ist der, den man nicht braucht. Aber es ist gut zu wissen, dass ich einen fragen kann, der da ist. Also wir sind immer weiter weg vom Lehrenden, sondern mehr hin zum Unterstützer, zum Trainer, zum Coach geworden. Und ihr schiebt euer Geld, eure Energie nicht in Frontalunterricht, was ihr zu Hause viel besser machen könntet, sondern ihr schiebt das Geld und zwar in die Punkte rein, wo ihr wirklich Hilfe braucht. Nämlich in der Zeit, wo wir normalerweise, sag ich mal, Frontalunterricht machen müssen, aber weil wir eine ganz andere Vorbereitung mit dem Online-Lernsystem haben, weil wir eine ganz andere Struktur vor Ort haben, haben wir mehr Zeit, eine bessere Schießausbildung zu machen, weil wir ab dem ersten Tag euch auf die Schießausbildung vorbereiten, auf die Waffenhandhabung, auf die Treibdrückhaltsimulation. Und wenn dann die meisten Leute, ich sage jetzt mal bewusst nicht, nach welcher Zeit wissen, sie sind prüfungssicher, dann haben wir Zeit für die jagdliche Praxis. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen, weil ihr dann ja erst die Birne frei habt und dann können wir unsere Moral, unseren moralischen Anspruch, den wir haben als Idealisten, den können wir noch erfüllen und dann können wir euch sogar noch reviersicher machen. Denn unser Ziel ist nicht, dass die Leute schlussendlich die Jagdscheinprüfung bestehen, sondern dass sie wirklich die Chance haben, anschließend auch wirklich aktiv draußen sich mit der Jagd zu verbinden. Und wenn man weiß, dass 8 von 10 Jagdschülern die Jagdschein bestehen, aber nur einer von 8 anschließend aktiv zur Jagd gehen, dann kann mir keiner erzählen, dass nicht alle, die den Jagdschein irgendwie machen wollten, nicht vorhatten, und zwar in der Mehrzahl. Und lass es nur 90% sein und die 10% aus irgendwelchen Gründen den Jagdschein machen. Aber die meisten, 90, 95%, wollen den Jagdschein machen, weil sie Jäger werden wollen. Und wenn die nicht adäquat abgeholt werden, dann verlieren sie die Lust oder fühlen sich viel zu unsicher für die jagdliche Praxis mehr und dann hat man die für die Jagd verloren. So, und da ist das Kernthema die Schießausbildung.
Ja, die Schießausbildung ist das Kernthema. Und wenn man da nicht von vornherein, gerade in so einem Intensivkurs in 14 Tagen, zur rechten Zeit, sage ich mal, direkt anfängt, ja, und die Leute davon abhaltet, dann habe ich hinten raus ein Problem. Okay? Deswegen haben wir vor Ort an der Partnerjagdschule erstmal eine ganz andere Gesamtsituation geschaffen und wir haben von vornherein, ab dem ersten Tag, haben wir die Möglichkeit, dass wir 20% Terrorie machen, ich sage das bewusst so, 20%, wo wir neue Impulse setzen und 80%, wo die Leute schon die Dinge anwenden, die sie im Vorfeld schon gelernt haben. Und insofern ist Bayern dann auch nicht mehr schwer, ja, wenn du dann auch noch zielgerichtet die Prüfungsordnung kennst. Wie gesagt, nochmal, Wildkunde ist Wildkunde, Waffenhandhabung ist Waffenhandhabung. Und da wird es ja einiges mehr auf diesem Kanal noch geben. Und ich stehe ja immer unter Generalverdacht, dass ich sowieso nur was verkaufen will. Ist richtig, weil alles andere wäre ja auch grob fahrlässig. Also alle die, die noch keinen Jagdschein haben und den Jagdscheinkurs oder den Jagdschein machen wollen, sage ich und rate ich euch, macht ihn bei der Jagdscheinakademie oder bei einer unserer zertifizierten Partnerjagdschulen in Deutschland. Die lernen nämlich alle damit und dann werdet ihr ab Anmeldung schon adäquat für dieses Lernsystem oder für diese Kursstruktur vorbereitet und ihr trefft auf die gleiche Struktur vor Ort in der Jagdschule, auf die gleiche Struktur in der Prüfung, seid somit selber in der Lage, noch während der Ausbildungszeit zu beurteilen, wann bin ich prüfungssicher. Und es bleibt darüber hinaus noch Zeit, sich wirklich reviersicher zu machen, um sich anschließend auch wirklich aktiv mit der Jagd zu verbinden. Denn, und das ist auch logisch, wenn ihr anschließend nicht aktiv zur Jagd geht, können wir euch keine Ausrüstung verkaufen. Okay? Und nochmal, wenn wir einen normalen Frontalunterricht machen würden, dann würde ich ja weiter in meinem Hamsterrad bleiben als Ausbilder. Deswegen haben wir ein System entwickelt, was uns selber unterstützt, ja, damit wir euch noch viel mehr Nutzen bringen. Es leuchtet ja ein, dass wir uns die Arbeit auch erleichtern wollen. Und ja. Und gerade bei 2.500 Euro ist auch so ein Lieblingsthema nochmal. Nach Steuern bleiben 2,56 Euro die Stunde pro Jagdschüler pro übrig. Und das wird meistens über die Masse abgefedert. Ja, aber wenn ich keine Struktur und Organisation hast, dann bekommst du eine Jagdscheinausbildung von 20 Euro netto pro Tag als Wert jetzt. Und dann kannst du dir dreimal überlegen, welche Leistung du da erwarten kannst. Ne? Das ist dann der Frontalunterricht. Ja? Deswegen haben wir, ohne dass der Preis jetzt angehoben wird, erstmal nennenswert, haben wir A, die Ausbildungszeit, die Qualität des Geldverdienstes für uns angehoben und wiederum ohne Qualitätsverlust für den Prüfling oder für den Jagdschüler sogar die Qualität noch angehoben, indem wir grundsätzlich nur über das Verstehen kommen. Ja? Ist ja auch logisch. Wer die Dinge schneller versteht, hat mehr Zeit für die Wiederholung und über die Wiederholung wird man sicherer. Und irgendwann weiß man anhand einer Checkliste, das sind die notwendigen Punkte, um tatsächlich prüfungssicher zu sein. Da braucht man längstens nicht alles wissen. Und ab dem Moment kann ich mich mal zurücklehnen, durchschnaufen. Und dann kann ich mir nochmal überlegen, warum mache ich eigentlich den Jagdschein? Und dann kann ich mich nochmal auf andere Dinge konzentrieren. Wie gesagt, wir haben noch Zeit, nicht nur auf den Überläufer, auf den sogenannten laufenden Keiler zu trainieren, sondern ihr müsst ja auch auf den Frischling jagen können. Der Frischling ist aber nur halb so groß. Ja, wo ist da denn jetzt der Haltepunkt? Ja, da muss man mal auf eine andere Scheibe trainieren, die wir entwickelt haben. Oder ich muss auch vielleicht mal auf 300 Meter schießen können. Ja, wie wir das machen und umsetzen, entspringt alles aus diesem Lernsystem, aus einer zielgerichteten Vorbereitungszeit. Ja. Findet man unter anderem demnächst auch zum Teil Einblicke kostenlos über die Lern-App findet. So, offene Sprechstunde. 40 Minuten haben wir rum. Genau, tauscht euch hier einfach aus. Wer Erfahrung hat, der kann auch gerne hier Leute direkt ansprechen. Dominik Piede. Dominik Piede schreibt, nach der bestandenen Prüfung überlegt man, Berufsjäger zu werden bei den Angeboten. Okay, also wer Berufsjäger werden will,
den kann ich nur ganz klar davon abraten. Ja, es hat nichts mit dem Beruf an sich zu tun, sondern das hat ganz klar was mit dem Verband zu tun. Zumindest mit den Erfahrungen, die ich machen durfte. Und die meisten Leute, die sich auf eine Berufsjägerausbildung oder Gewehrjägerausbildung eingelassen haben, können übrigens genau das Gleiche sprechen. Wobei da die Bayern losgelöst sind. Die Bayern haben einen eigenen Verband. Ne? Möge sich jetzt bitte kein Berufsjäger, der hier zuschaut, auf den Schlips getreten fühlen, sondern wahrscheinlich wird er mir das auch noch bestätigen. Ja? Also wer eine Berufsjägerausbildung machen will, der darf nicht erwarten, dass er da auf die Speerspitze des deutschen Weitwerks trifft und vor allen Dingen noch nicht einmal erwarten, dass er auf einen Ausbilder trifft, der ihm jetzt alle Kniffe und Tricks beibringt. Nämlich die meisten Kollegen haben selber Angst, ihren Job loszuwerden, wenn denn einer besser ist als sie. Ja, das ist eine ganz, ganz komische Stimmung, was da los ist. Also ich kann euch nur sagen, die wenigsten Kollegen, auf die ich da getroffen bin, die waren wirklich in Ordnung. Gut. Anderes Thema. Louis X, hast vollkommen recht und besonders wichtig, Wildbrettverarbeitung aufbrechen. Hier kommt eine gute Frage rein. Darf der Jäger sein erlegtes Wild behalten oder muss er eine eigene Pacht besitzen? Also, grundsätzlich ist das Wild in ganz Deutschland herrenlos. Das heißt, es gehört keinem. Wir haben aber ein sogenanntes Revierjagdsystem. Das heißt, ganz Deutschland ist quasi aufgeteilt in verschiedene Reviersysteme. Gut, da gibt es jetzt auch noch Flächen, die können aus ethischen Gründen herausgenommen werden, weil der Eigentümer sagt, ich kann das nicht verkraften, wenn dort auf meinem Grund und Boden Wild erlegt wird. Aber grundsätzlich ist erstmal alles über ein sogenanntes Revierjagdsystem organisiert. Das heißt, wenn es Land-, Forst- oder fischereiwirtschaftliche Flächen sind, also Land, wirtschaftliche Flächen, forstwirtschaftliche Flächen, also Felder und Wälder, und wenn es sogar fischereiwirtschaftliche Flächen sind, dann müssen die eine bestimmte Größe, je nach Bundesland, haben und dann darf man dort jagen. So, dort bekommt man dann eine Pacht, man kann Pächter werden oder man bekommt einen sogenannten Begehungsschein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich dort eingeladen bin und erlege dort ein Stück Wild, dann gehört das Wild dem Revierpächter. Aber es gibt das sogenannte kleine Jägerrecht. Das heißt, ich darf mir die Trophäe, wenn es denn ein Trophäenträger wäre, ein Rehbock, aber auch die inneren Organe wie Leber, Nieren, Herz etc. darf ich für mich behalten. Und nach alter Sitte darf ich das auch nur oder bekomme ich das nur, wenn ich mein Stück Wild auch selber aufgebrochen habe. Hat so ein bisschen was mit Brauchtum zu tun. Stefan Bauer schreibt, haben Sportschützen einen Vorteil? Sportschützen kommt immer auf den Typ an. Also Sportschützen haben dann einen Vorteil, wenn sie wissen, dass das jagdliche Schießen teilweise komplett anders ist als das, was sie als Sportschütze vorher gelernt haben. Und mir sind eigentlich, sage ich mal, Jagdschüler immer am liebsten, und das sagen auch meine Kollegen und vor allen Dingen hier wir im Team der Jagdschulakademie können das immer nur bestätigen. Wenn wir Jagdschüler bekommen, die schon woanders trainiert haben, dürfen wir teilweise die Fehler rausarbeiten und dann haben wir mehr Arbeit als alles andere. Ne? Deswegen hat man als Sportschütze nicht unbedingt einen Vorteil. Wenn man denn so demütig ist und sagt, pass mal auf, auch wenn ich schon Ahnung davon habe, ich lasse mich trotzdem nochmal neu auf die ganze Geschichte ein. Dann kann man das zum Vorteil machen. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Also muss ich eine Pacht besitzen, um das Wild mir anzueignen? Nein,
Du musst keine eigene Pacht besitzen, um dir das Wild anzueignen. Du musst als allererstes die Befähigung haben, auf Wild jagen zu können, also den Jagdschein besitzen. Dann musst du die Möglichkeit haben, in einem Revier mit zur Jagd zu gehen. Und wenn du dann nach Absprache das Wild behalten darfst, mal ausgenommen von dem Brauchtum, von der Tradition, diesem kleinen Jägerrecht, wovon ich gerade gesprochen habe, dann darfst du dir auch das Wild schlussendlich kaufen. Okay? Wenn du allerdings Revierpächter bist, dann gehört dir natürlich ab dem Moment, wo du das Wild erlegt hast, dir. In Sachsen kann man übrigens, nachdem man den Jagdschein bestanden hat, sofort pachten. In Niedersachsen müsstest du quasi 3 Jahre warten. Du müsstest 3 Jahresjagdscheine gelöst haben. Jo, gar nicht für. Also wie gesagt, immer Fragen stellen hier, offene Sprechstunde. Und wie gesagt, alle die, die den Jagdschein vorhaben zu machen, kann ich nochmal sagen, der Simon wird so nett sein. Simon Schmidt, du kannst ja nochmal die ganzen Kurstermine kannst du ja hier nochmal reinstellen. Oder du verlinkst, oder Simon, du verlinkst einfach nochmal deine Internetseite. Deine Internetseite für alle die, die Interesse haben, einen Jagdscheinkurs zu machen an einer Partnerjagdschule von uns. Hier Simon Schmidt, ja. Simon Schmidt, Deutschlands jüngster Jagdschullehrer, 18 Jahre aus der Lüneburger Heide. Der ist bei mir auch im Train-the-Trainer-Programm, exzellenter Schießtrainer. Ne? In Kleingruppen werdet ihr perfekt ausgebildet. Könnt ihr gerne mal auf die Seite gucken. Ne? Seite lautet www. Jagdschule-Simon-Schmidt mit dt.de. Simon, hau doch einfach mal deinen Link hier unten rein, beziehungsweise ich kann ja auch mal den Link hier reinhauen. Und da stehen dann auch weitere Kurstermine. So. Haben wir gerade selber gegoogelt. Ja, Leute, stellt einfach mal ein paar Fragen. Wie gesagt, auch gerne über die PN, über Facebook oder über WhatsApp. Da haben wir doch den Link. Den Link haue ich hier direkt mal rein. Zack. Ja. Zack. Wer eine gute Ausbildung für den Jagdschein haben will, der möge doch mal bitte hier unter diesen Link reinschauen. Da findet er weitere Informationen und weiß ein starkes Team von der Jagdscheinakademie hinter sich. Denn wir sind ja mittlerweile mehrere Kollegen, die zusammenarbeiten und nach einem Lernsystem, nach einem Standard arbeiten, unterstützen uns da auch, machen jeden Monat Fortbildungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Unter anderem Simon Schmidt, www.jagdschule-simon-schmidt.de. Link habe ich hier runtergesetzt. So, wer noch nicht bei uns in der Gruppe ist, bei Facebook. Da sehe ich gerade, da kommen auch gerade noch schon die ein oder andere Frage bzw. Anfrage rein. Der Dominik, nachdem ich hier live war, werde ich das definitiv mal machen. Könnt ihr gerne auch noch mal in die Gruppe reinkommen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich einfach vorschlagen, machen wir definitiv jeden Mittwoch 20 Uhr offene Sprechstunde. Dann kriege ich das auch mit der Technik soweit hin. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz hier rein, ob noch ein paar Fragen reingekommen sind. Nö. Nee. Keine weiteren Fragen. Louis schreibt, finde euer System echt klasse. Danke dir. Ja, also wie gesagt, ist ja klar. Jagdscheinausbildung aus einem Guss. Lerne das Was und das Warum schon im Vorfeld kennen, dann hast du mehr Zeit vor Ort mit uns das Wie kennenzulernen.
und wirst nicht nur Jagdscheininhaber, sondern auch tatsächlich reviersicher und kannst direkt loslegen. Ja, also von daher genau Augen auf. Ne, ihr könnt nicht im ersten Augenblick unterscheiden, gute Jagdschule, schlechte Jagdschule, wie auch immer. Deswegen werden wir auch in Zukunft da aufklärerisch tätig sein. Wer noch ein bisschen was darüber erfahren will, über unser Lernsystem, Simon, da kannst du ja auch nochmal den Link reinsenden von der Landingpage. Da ist ja auch nochmal so ein Video drauf, kann man sich auch nochmal erkundigen. Ja, und ansonsten würde ich mal vorschlagen, es sind keine weiteren Fragen reingekommen. 51 Minuten sind rum. Ich würde sagen, spätestens nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, offene Sprechstunde rund um die Jagdscheinprüfung. Wie gesagt, in diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Waldmannsheil und Horridom, Waldmannsheil, so rum. Euer Timo von der Jagdscheinakademie. Und wenn es euch gefallen hat, ganz, ganz wichtig, lasst einen Daumen da. Und wer den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, der abonniere doch bitte den YouTube-Kanal und vergesse das Glöckchen nicht zu drücken. Ja? Dann bekommt man immer wieder einen kleinen Hinweis, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich kann euch versprechen, in Zukunft wird es mehr Videos geben, auch von meinen neuen Teamkollegen aus der Jagdscheinakademie. Ich bin da nämlich nicht mehr alleine. Ja, von daher gibt es durchaus auch nochmal freshen Content, ja, von den anderen Leuten aus dem Revier oder auch das ein oder andere Wissenswerte. Okay? Also insofern haue ich doch jetzt hier direkt nochmal den Link rein. So, wer sich für das Lernsystem interessiert, der kann hier unter diesem Link gerne nochmal reingucken. Oh, Louis hat noch eine Frage. Ja, dann aber schnell. Hau die Frage raus, Louis. Stunde können wir ruhig noch voll machen. Sind zwar nur noch ein paar Leutchen im Chat, aber wenn du noch eine Frage hast, dann stell deine Frage. Genau, Simon. Hau raus, Luis. Luis hat noch eine Frage. Wie ist das? Ich bin Rechtshänder, mein Führungsauge ist links. Wie gehe ich damit um? Sehr gute Frage. Mach das linke Auge zu. Okay? Ganz einfacher Tipp. Linkes Auge zumachen. Luis, tu mir mal einen Gefallen, okay? Beim Taubenschießen, ja, das ist ein eigenes Thema für sich. Das kann man so ad hoc gar nicht beantworten. Offensichtlich musst du einfach nur das linke Auge zumachen. Das Problem ist, wenn du das linke Auge zumachst, ne, wenn man das linke Auge zumacht, dann verführt das doch eher zum Zielen. Und wir wissen ja alle, die meisten hoffentlich, dass der Flintenschuss kein Zielschuss, sondern ein Deutschschuss ist, okay? Und insofern würde ich doch mal vorschlagen, hast du Probleme beim Flintenschuss, beim Flinteschießen? Was musst du denn schießen, Trap oder Skeet? Und geht es jetzt um die Jagdscheinprüfung oder hast du schon einen Jagdschein? Jetzt wird es ja doch nochmal interessant hier. Eigentlich wollte ich ja schon Feierabend machen. Kommt der Luis jetzt am Ende mit so einer interessanten Frage hier raus? Jetzt können wir das Ganze mal beim
ein bisschen, bisschen. Wir müssen jetzt erstmal mal ein bisschen Informationen sammeln. Was musst du schießen? Trap oder Skeet? Trap ist die wegfliegende Taube, Skeet ist links und rechts. Oder meinst du grundsätzlich, du, weil du den Jagdschein schon hast, grundsätzlich auf der Jagd? Okay. Simon Schmidt wieder den Ditsche. Also, Luis, ganz einfach. Linkes Auge zumachen, okay, damit das rechte Auge die Führung übernimmt. Und tu mir bitte einen Gefallen, immer nur auf die Taube gucken. Immer nur auf das Ziel und nicht anfangen zu zielen. Das Korn und die Laufschienen interessiert uns gar nicht, okay? Es geht um die Jagdscheinprüfung. Es gibt doch aber Schießbrillen. Ich meine grundsätzlich damit umzugehen. Ja, ist doch super. Also wie gesagt, Schießbrille ist auch ein weiter Begriff, ne? Eine Schießbrille, nochmal. Wenn du eine Schießbrille hast, ist ja super. So. Trotzdem bleibt offensichtlich dein linkes Auge ein Führauge und wenn du Rechtshänder bist, dann musst du wieder mit links schießen lernen oder du musst das linke Auge zumachen. Oder du machst dir auf die Schießbrille einen kleinen Magneten oder du klebst es ab. Dann kannst du aber nicht mehr dreidimensional sehen, sondern nur noch zweidimensional. Ist aber auch nicht schlimm, weil selbst Welt- und Europameister können auch mit einem Auge schießen. Okay, wichtig ist nur, dass du dich auf die Taube konzentrierst und nicht zielst. Dann ist alles super. Okay. Da gibt es so eine kleine Blende. Die Blende gibt es an der Seite. Die kannst du auch noch nach vorne klappen. Genau. Genau. Du darfst ganz einfache Geschichte. Auch wenn die anderen sagen, beim Flintenschuss musst du beide Augen auflassen, das ist Bullshit. Ja. Wenn du ein linksdominantes Auge hast oder sogar eine sogenannte Supervision, oh mein Gott, was ist das jetzt schon wieder? Dann musst du einfach das linke Auge zumachen. Ist einfach so. Und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man zielt. Wenn man beide Augen auf hat, kann man nicht zielen. Dann kann man nämlich nur deuten, denn der Flintenschuss ist ein Deutschschuss. Aber Leute, das wäre wirklich noch ein eigenes Seminar. Und da habe ich auch regelmäßig Telefoncoaching. Also, falls du mal ein Telefoncoaching brauchst, wenn es hart auf hart kommt, kein Witz, wir therapieren Leute am Telefon und es wirkt, ja. Also es sind ganz handwerkliche, sag ich mal, Fehler, die da teilweise beim Flintenschuss, sag ich mal, gemacht werden und wo die Jagdschüler unnötig gequält werden und dann wird wieder mal eine Containerladung Schrotpatronen verballert. Muss alles nicht sein. Danke dir. Felix Grafe, jetzt kommt er mit den Fragen um die Ecke. Ne? Sag mal die wesentlichen Teile bei dem Repetierer. Ja, genau. Genau. Und nur weil wir hier im Chat sind, ne, brauchen wir die Höflichkeitsfloskel nicht mehr machen. Ne? Da mache ich direkt Männchen. Sag mal die wesentlichen Teile bei dem Repetierer. Ja. Also ich kann die. Was denkst du denn, Felix? Was sind denn die wesentlichen Teile beim Repetierer? Sag mal die wesentlichen Teile beim Repetierer. Ja, genau. Da würde ich mal sagen, es gibt doch Google, da googelst du dann einfach mal. Also Leute, ne, eins ist mal klar, vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, ne, aber man kann auch mal eine Frage so formulieren, dass sie so ein bisschen höflich rüberkommt, ne? Oder wie seht ihr das? Sagt mal die wesentlichen Teile von einem Repetierer. Genau, offensichtlich nicht. Ich nicht. Keine Ahnung, was du mit ich nicht meine. So, ich kann euch schon mal versichern, dass Timos Waffenhandhabungswiese reingehen wie Butter. Jo, ich würde ja gerne mal das Lob zurückgeben, aber www.6kompressor.de, Daumen hoch. Felix, locker bleiben. Okay. Locker bleiben, ist ja kein Thema. Also, die wesentlichen Teile. Die wesentlichen Teile.
Nein, der Felix Grafe ist kein Troll. Da ist ja Felix Grafe. Ich habe den gerade gegoogelt. Ich weiß sogar, wo er wohnt. Also Felix, die wesentlichen Teile, ne, ist eigentlich ganz logisch. Überall da, wo eine Seriennummer draufsteht und wo ein Beschussstempel oder Beschusssiegel drauf ist. Ja, überall da, wo Gasdruck unmittelbar draufhaut. Wie zum Beispiel unter anderem der Lauf. Ja, der Lauf zum Beispiel. Oder der Verschluss, ne, der Zylinderverschluss zum Beispiel. Ne? Ganz einfach merken, überall da, wo eine Belastung drauf ist, das ist ein wesentliches Teil, ein wesentliches Bauteil. Und genau. Richtig. Hoffe, ich konnte dir da ein bisschen mit weiterhelfen. Ne? Und nächste Mal einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Bin ja schon ein paar Tage älter. Ne? Einfach eine richtige Frage formulieren und dann komme ich damit auch klar. Zum Beispiel, ne? Der Zylinderverschluss. Ne? Also Lauf und Verschluss zum Beispiel. Ne? Genau. Wobei der Verschluss, lieber Felix, nichts mit dem Schloss oder dem Schlösschen beim Systemhause 98 gemeinsam hat. Ne? Ne? Das Schloss sieht man gar nicht, da sieht man nur die Abzugssysteme. Das sind zum Beispiel keine wesentlichen Teile. Ne? Das Schloss nicht. Der Verschluss, der irgendwas gasdicht abdichtet, der schon. Und der Lauf natürlich auch. Vertragen wir uns wieder. Ghetto Faust. Gut. Also, liebe Yachtfreunde, die Zuschauerzahlen sind doch wieder nach oben gegangen. Frage an euch, schreibt mir doch mal in den Chat rein, wer wo in welchem Bundesland die Jagdscheinprüfung macht. Wo macht ihr die Jagdscheinprüfung? Schreibt das doch mal rein. Dann kann ich euch vielleicht noch mal zum Abschluss noch mal so einen goldenen Tipp geben. Luis, Niedersachsen. www.sechskompressor.de Thüringen. Felix Grafe, Brandenburg. Ja, Felix, das habe ich mir gedacht, dass du da in Brandenburg da, dass du das in Brandenburg machst. Ravage 7788 habe es in Niedersachsen gemacht. Okay. Gut. Wer macht wo sonst noch so seinen Jagdschein? Simon Schmidt, herzlichen Dank. Wesentliche Teile einer Schusswaffe aufgelistet. Der Lauf, der Verschluss, das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn diese nicht Bestandteile des Laufes sind. Mein lieber Simon, herzlichen Dank. Ja? Top. Also. Und jetzt nochmal eine Frage in die Runde. Wer von euch möchte gerne einen Jagdschein machen? Wer überlegt und spielt mit dem Gedanken, einen Jagdschein zu machen? Dafür nicht, Felix. Wer von euch spielt mit dem Gedanken, einen Jagdschein zu machen? Schreibt das doch mal in den Chat rein. Felix Grafe, meine Frau. Okay, dann schickt die zu einer unserer Partnerjagdschule oder lass sie zumindest mit unserem Lernsystem lernen. Ganz klare Empfehlung. Der Louis schreibt, bin schon zum Kurs angemeldet. Macht doch nichts, kannst trotzdem mit unserem Lernsystem arbeiten. Kannst dir trotzdem das Lernsystem holen. Das heißt nicht, dass du nicht die Jagdscheinprüfung auch so bestehen würdest, aber vielleicht macht es ja mit uns mehr Spaß. Jo. Also, wer von euch guckt zu und geht schon aktiv zur Jagd? Michi, aktiv zur Jagd, das ist super. Klasse. Wer von euch, der gerade noch zuschaut, ist in der Jagdscheinausbildung tätig? Irgendein Ausbilderkollege unterwegs hier gerade im Chat. Felix Grafe,
Du fällst auch heute nur negativ auf. Was jetzt? Machst du jetzt deinen Jagdschein? Oder gehst du aktiv zur Jagd? Oder bist du Jagdscheinausbilder? Jupp. Ohne Worte. Ich muss dich mal live einladen, dann wird bestimmt witzig. Übrigens DFB-Pokal. Ah, okay. Ich bin in der Ausbildung. Ja, in der Ausbildung tätig oder machst du gerade deinen Jagdschein? Ja klar, machst gerade deinen Jagdschein in Brandenburg, haben wir ja schon geklärt. So, Tube Hall 8000 Niedersachsen. Tube Hall 8000, lernst du denn schon mit unserem Lernsystem von der Jagdschulakademie für Niedersachsen? Möchtest du auch unabhängig von deiner Jagdschulausbildung innerhalb von, ich hau's jetzt raus, 30 Stunden wissen, dass du prüfungssicher bist und wirklich Spaß und Freude dabei haben. Das bedeutet, du bekommst für jede Frage aus dem niedersächsischen Fragenkatalog nicht nur einen Erklärtext, sondern auch noch ein zum Teil mehr oder weniger kurzes Erklärvideo. Okay? Der Zugang ist ein Leben lang, unter anderem Waffenhandhabung, Wildbrethygiene, und du bekommst noch ein VIP Jagdscheincoach von uns aus dem Team an deine Seite gestellt. Ich würde nicht von einer Ausgabe sprechen, sondern von einer Investition in dein Jägerleben. Habe ich doch schön gesagt, oder? Gut. Louis X, was kostet das nochmal? Louis, der Preis, der wird nicht verraten, denn so eine Preisfrage bringt gar nichts, denn wenn der Nutzen nicht klar ist, dann brauchen wir uns über den Preis gar nicht unterhalten. Ne? Schön, dass ich das schön gesagt habe. Wahrscheinlich ist das davor. Ich kann nur vorschlagen, wer sich dafür interessiert, der kann gerne ein kleines Telefonat mit mir führen. Da können wir die ein oder anderen Sachen mal abklopfen und dann werde ich mal ein kleines Paket zusammenstellen. Okay? Steto, moin. Sieht man dich am Wochenende auf der Auto- und Jagdmesse in Neumünster? Nein. Noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Okay? Also, wer möchte denn ein ganz kurzes, kostenloses Telefonat mit mir morgen oder die Tage führen und sich mal beraten lassen bezüglich des Lernsystems? Okay? Wer möchte das gerne? Auf die Gefahr hin, dass ich ihm das anschließend natürlich auch verkaufen werde. Ist doch logisch. Ist doch klar. Und am Ende des Tages geht man auch gar kein Risiko ein. Warum? Möchte ich jetzt hier nicht verraten. Wie gesagt, Preisfrage beantworte ich nicht, kann man nachrecherchieren. Die Preisfrage ist immer so eine Sache, der Nutzen muss klar sein, okay? Wenn der Nutzen klar ist, liebe Jagdfreunde, ne, dann ist es auch keine Ausgabe. Wie gesagt, dann ist das eine Investition in sein Jägerleben. Und außerdem habt ihr den Zugang ein Leben lang freigeschaltet, solange das Internet geben sollte, mit allen weiteren Updates. Und ihr werdet Bestandteil oder seid Bestandteil einer starken Community, die nochmal, sag ich mal, durch unsere Hände, durch unsere Vorbereitungszeit gegangen sind. Und vielleicht kann ich ja dazu auch nochmal kurz was schreiben, was heute noch in die Gruppe reingesetzt wurde. Ich glaube, rein rechtlich muss ich hier gleich Dauerwerbesendung einblenden lassen. Und zwar, Anke Roth schreibt, hallo in die Runde, also heute vor 4 Stunden, bei uns in der Facebook-Gruppe Ja, fragt den Jagdscheincoach. Sorry. Hallo in die Runde, möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Timo für seine Unterstützung während meiner Vorbereitung auf die Jägerprüfung bedanken. Wie gesagt, ist keine Jägerprüfung, ist eine Jagdscheinprüfung. Wenn es eine Jägerprüfung wäre, müssten wir ganz andere Dinge abprüfen, wie man zum Beispiel tatsächlich Wild aufbricht oder dass man wirklich zeigt, dass man auch wirklich einen adäquaten, weitgerechten Schuss auf wirkliches Wild, ne, zustande bekommt.
und so weiter und so fort. Ja? Also es ist eine Jagdscheinprüfung. Ich weiß, umgangssprachlich reden die Leute immer von Jägerprüfung, ist aber nicht. Es ist eine ganz stinknormale Jagdscheinprüfung und ja. So. Möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bei Timo für seine Unterstützung während meiner Vorbereitung auf die Jägerprüfung bedanken. Dein revolutionäres Lernsystem hat mir sehr geholfen, besonders die Videos zur Waffenhandhabung. Leider habe ich es erst sehr spät davon erfahren, aber gerade noch rechtzeitig. Also an alle Zweifler, es ist gut angelegtes Geld, nicht vergleichbar mit dem trockenen Lesen eines Buches. Der Stoff wird auf eine sehr einprägsame Art vermittelt und bleibt dadurch hängen. Zumindest war das bei mir so. Auch Timos Betreuung fand ich vorbildlich. Timo, mach einfach weiter so. So, wie gesagt, das schreiben andere Leute. Ne? Deswegen kann ich nur sagen, ihr bekommt ja nicht nur ein Lernsystem, sondern ihr bekommt ja tatsächlich noch einen echten Menschen, ne, von der Front aus der Jagdscheinausbildung an eure Seite gestellt. Den könnt ihr dann über WhatsApp oder über den Support at Jagdschein-Akademie anfragen oder über unsere Lerngruppe, unsere Facebook-Gruppe. Ja, so, ne, der beste Jagdschullehrer ist der, den man nicht braucht, aber es ist gut zu wissen, wenn ich einen habe, den ich ansprechen kann. Wildcat Ernie, Roland, Moinsen, grüße dich. Ja, 1:11, ich bin heute eine Viertelstunde ein bisschen später gestartet, weil ich irgendwie zu blöd war, den Live-Chat irgendwie zu aktivieren, muss mich da nochmal ein bisschen reinlesen. Möchte mich recht herzlich erstmal bei allen bedanken für eure Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, über WhatsApp oder Facebook oder hier im Chat. Erzählt davon weiter. Offene Sprechstunde, Mittwoch 20:00, okay, da kann man sich ja schon mal die ein oder andere Frage zurechtlegen. Und das war ja heute, sage ich mal, mehr oder weniger eine holprige Premiere von meiner Seite aus. Und wobei wir haben hier einiges erlebt. Ne? Ich konnte hier weitgerecht eine Stubenfliege erlegen. Und ich werde mir jetzt weitgerecht ein Paulaner Hefeweizen aufmachen. An alle Bayern, die sagen, das wäre kein Hefeweizen, möchte ich mich dabei entschuldigen. Und nein, Felix, wir beantworten jetzt keine Fragen mehr. Denn der Felix Grafe, ja, macht sich mal wieder richtig beliebt hier heute Abend. Fragt tatsächlich nochmal, sage mal was zum Naturschutz. Ich kapiere das nicht. Was kann ich machen, dass ich es kapiere? Lieber Felix, ganz einfach. Komm bei uns in die Gruppe. Ja, frag den Jagdscheincoach. Okay, bist du herzlich willkommen. Und von daher werden wir dort sehr, sehr gerne auf deine Fragen eingehen. Es ist ein grundsätzliches Problem, und zwar, ihr denkt immer alle, ihr müsst alles für die Jagdscheinprüfung können. Müsst ihr gar nicht. Ihr müsst nur erstmal wissen, was ist überhaupt notwendig, um die Jagdscheinprüfung zu bestehen. Und da kann ich euch sagen, gibt es kein Buch, was zurzeit auf dem Markt ist, was sowohl einmal den Jagdschüler tatsächlich dort abholt oder auch den Ausbilder in der Richtung unterstützt. Also Jagdschüler und Ausbilder haben momentan ein richtiges Problem. Denn man könnte tatsächlich denken, alles ist notwendig. Und ich darf dir sagen, je nachdem, aus welchem Bundesland du kommst, Felix, ne, es heißt immer noch Jagdschein und nicht Naturschutzschein. Ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Natürlich ist der Naturschutzbereich auch ein Bestandteil vom Jagdschein. Aber auch da muss man mal ganz klar sagen, okay, gibt es einen ganz klar umrissenen Plan, den man drauf haben muss. Und jeder gute Ausbilder weiß das auch, was die Prüfer dort hören wollen. Eine solide Grundlage, man braucht es auch nicht übertreiben. Deswegen, Felix, warum bin ich negativ? Ist mein Humor. Einfach nur Spaß gewesen, okay? Also, sauber bleiben, ne, die Dinge nicht allzu ernst nehmen. Und ich glaube, man hat ja auch gesehen, dass ich hin und wieder mal bei dir, Felix, hier das Auge zugekniffen habe. Ne? Deswegen einfach nur mal bei uns in die Gruppe kommen. Da kannst du die Frage nochmal stellen. Bist herzlich willkommen. In diesem Sinne, meine lieben Jagdfreunde, okay, verbleibe ich jetzt tatsächlich mit freundlichen Grüßen. Horridon, Weibernzeil. Bis nächsten Mittwoch zur offenen Sprechstunde hier
auf dem YouTube-Kanal von der Jagdscheinakademie. Nein, mein lieber Felix, du darfst das jetzt nicht ernst nehmen. Wir sind nämlich hier alle lustige Menschen. Alles klar? In diesem Sinne, Tschüssikowski. Und wem es gefallen hat, Daumen hoch.